Ich bin Rahel Schöttler, Pastorin am Friederike Fliedner Berufskolleg und ehrenamtlich in der Versöhnungskirchengemeinde engagiert. Eine Tomatenpflanze an einem etwas seltsamen Ort gewachsen. Wenn man nämlich genau hinsieht, dann ist diese Tomatenpflanze nicht im Boden direkt gewachsen, sondern hat sich durch das Gitter geschlängelt und ist dann ganz groß und stark geworden und wird demnächst hoffentlich, auch wenn sie spät dran ist, noch Früchte tragen. Für mich sind solche Pflanzen immer ein Zeichen der Hoffnung. Gott sagt, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Da sehe ich eine winzige kleine Pflanze, die sich durch eine Mauerritze kämpft, oder es blüht plötzlich eine Sonnenblume auf der Wiese, weil ein Vogel da den Samen hingetragen hat, oder es wächst eben so eine Tomatenpflanze trotz der widrigen Umstände groß und wird wahrscheinlich schon noch Tomaten tragen und lässt sich nicht beirren von dem krummen Weg, den sie gehen muss. Ein kleiner Zitronenkern. Innerhalb von anderthalb Jahren kann daraus so ein Zitronenbäumchen werden, das sich inzwischen auch weiter verzweigt. Und ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln wird. Für mich ein kleines Alltagswunder und ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Alltagswunder entdecke. Zeichen der Hoffnung. Ich möchte dich einladen, die Augen zu öffnen für solche Alltagswunder, damit auch du Zeichen der Hoffnung entdeckst für dein Leben, für diese Welt.